Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Dishonored 2. So, wir sollen jetzt die Lichtwand neu verkabeln. Sind das nicht die Bösen? Sollen wir mal da hingehen? Ich habe ja abgespeichert. Aha. Boah, diese Ohren. Wen haben wir denn da? Warum ist dein Gesicht bedeckt, Mädchen? Das ist meine Sache. Wer bist du denn überhaupt? Ich bin Paolo. In diesem Teil der Stadt ist alles meine Sache. Und reiche Schnösel sollten nicht vergessen, was sie an Etikette gelernt haben. Vielleicht brauchst du noch eine Lektion. Bist du deswegen hergekommen? Wir dulden keine Rivalen. Jetzt verschwinde! Ey! Das dauert nicht lang. Bleib zu sterben. Ich behalte das. Mach dich fertig. Wow. Ich sehe nichts mehr. Hä? Was? Okay, mit denen lege ich mich jetzt wohl lieber nicht an. Vor allem, das Geile ist auch, die haben mir gedroht. Dann haben sie gesagt, ich soll verschwinden. Man geht ja eigentlich davon aus, dass man dann auch die Chance hat zu verschwinden, ne? Die hatte ich jetzt gar nicht. So, die Lichtwand neu verkabeln. Ich frage mich, ob die Gerüchte vom Kronmeuchler wahr sind. Hä? Wie bitte? Ganz schlank! So. Sie ist grün. Und willkommen, wir sind drin. Für diese Plörre? Jetzt nicht mehr, danke. Ist eher ein Absteiger. Oh nein, das war das. Och, der Schlüssel fürs Kartenhäuschen. Nein. Ach. Oh, ich habe aber kein Geld mehr. Hier auch noch jemand herumschleichen? Die sind ja alle nett hier, ne? Haben wir nicht hier irgendetwas, was wir zu Geld machen können? Wenn die Garde da reingeht und überall die Blutfliegen sieht, brennen sie das Gebäude nieder. Und die anderen daneben auch. Vielleicht räuchern sie es auch aus. So oder so sind die Juwelen dahin. Wir kriegen unser Geld nicht, oder? Warten wir mal ab. Vielleicht wird es nur komplizierter als gedacht. Der Herzog hat dieses Jahr die Kontrolle über die Blutfliegen verloren. Kann ich mich irgendwann mal ausruhen? Hier achtet momentan jeder auf sich selbst. Morgen gehen wir zurück und graben die Juwelen aus. Danach verschwinden wir schnell aus Kanak. Dass man sie erkennen könnte? Ach ja, sei ruhig. Ich weiß, dass mein Gesicht bedeckt ist. Ich brauche Ihre Hilfe! Hochala. Sie geht nirgendwo hin! Zeit zu sterben, Mädchen! Nein! Hä? Du bleibst hier! Ich schneide dich in Stück. Ich kriege dich schon. Was ist das denn für eine Scheiße? Zwischen den ganzen Fliegen und dem Dreck kann man hier kaum noch atmen. Hält dich wohl. Das dauert nicht. Ich behalte deinen hübschen Schal. Scheiße, für ihren nicht gut. Nein! Oh, verfluchtes Schwein! Oh mein Gott. Boah, bin ich der Hammer, ey. Du hast mich reingelegt. Paolo war, wo du gesagt hast, alleine haben 50. Ich bin hier erledigt. Arschlawette Sabine. Das Grauen am Fluss. Okay. Oh, guck mal, da liegt ein Kopf.
brauche Kohle. Ich brauche irgendwie etwas, was ich zu Geld machen kann, damit ich an das Kartenhäuschen kann. Und dann... Ich weiß nicht. Okay, da ist nichts von da. Ne? 15. Das reicht nicht ganz. Da ist eine Leiche, da komme ich aber nicht hin. Also so rum komme ich auf jeden Fall nicht dran. Ich gehe jetzt nochmal andersrum. Was? Oh, hilf mir doch jemand! Hilfe! Zu Hilfe! Jemand ist Zu verletzt! Hilfe! So. Von hier kam ich auch nochmal rein. Genau. Okay, wo bin ich jetzt hier? For sale. Ach. Nichts Interessantes drinne. Na schade, dann muss ich da wohl durch, dass ich da nichts finde. Die Häuser sind ja hier schon alle verlassen wegen diesen Blutfliegen. Toll. Mann, hier ist noch jemand. Hier ist noch jemand. 1851. Sollen wir das mal eingeben? Das passt nicht. Was ist das für eine Zahl? Was ist das für eine Zahl? Eine 8, eine 7. Müssen wir raten. Silberbarren. Damit kann ich auch leben. Hier ist keiner. Was ist immer so unheimlich, dass sie da unten sprechen und das hört sich direkt so an, als würden die hier oben stehen. Hört sich nämlich echt immer so nah an. Okay, ich will den Schlüssel haben. Durch die Silberbarren müsste ich ja jetzt eigentlich genug haben. Hm.
Willkommen zurück. Ein gutes Geschäft. Bleiben Sie in den Schatten. Das ist mein Rat. Jo, danke schön. Ich bleibe auf jeden Fall da. Das war die ganze Zeit eine Falle. Das ist ja der Hammer, ey. Wo ich da in die Ecke nochmal... Was ist hier passiert? ...zurück soll. Oh, nein! Das... Wer tut sowas? Ah ja, guck mal, dieses ganze Blut hier ist echt schlimm. Boah, genau, der Plan. Das ist nämlich das, was mich jetzt so interessiert hat. Naja, war jetzt zwar nicht gerade viel, aber... Wieso kann ich erst spähen, wenn ich den Riegel öffne? Okay. Für alle Fälle, ich muss nach oben. Sollte ich wieder leise sein. Die sehen mich. Du hast hier nichts verloren. Verdammt! Verflucht! Sollen wir doch mal sehen, ob ich hier was zu suchen habe oder nicht. Und ab da rein. Ich muss mich echt daran gewöhnen, dass diese Bahn diese komischen Geräusche macht. Oh Gott. Das ist ja wie auf der Achterbahn. Ich sehe Jindoshs Anwesen von hier. Die Bahn ist blockiert. Ich muss das Tor aufsperren. Oder? Heute gibt's Fleischeintopf. Verhungert bald. Kann ich die umgehen? Ich denke schon. Öffne den Code für das Wagentor. Da ist jemand drin. Scheiße. Das Beste, dass dieser Stadt hier passiert ist. Gebt mir ein paar mechanische, dann räume ich schon auf im Staubbezirk. Ich weiß nicht, vielleicht waren die Tallboys besser aus der Zeit der Seuche. Da standen die Leute noch gerade. Andere Zeiten. Geht es nach dem Herzog? Haben wir in einem Jahr eine Armee aus mechanischen Soldaten. Und jetzt habe ich überall Schanker. Boah, das hört sich echt immer so verdammt nah an, ne?
Da geht das Kabel durch. Meine Nerven. Da ist doch was faul. Danach werde ich nicht. Nicht die. Könnte. Wenn ich die töten könnte, ne? Ob finde den Code für das Wagentor. Betont das. Der Code für das Wagentor müsste sich irgendwo in der Station der Garde befinden. Oh, ich bin so am Schwitzen, ne? Weil... ich das gerade so verdammt kirre mache. Mich auf die Arbeit konzentrieren. Den Kuss so, lass mal vergessen. Gucken. Ich könnte auch mit dem... Kuss. Ja, irgendwo in der Station der Garde. Das heißt, ich muss die ganze Garde abschlachten. Diese Olle juckt wie blöd. Warum kann ich nicht meine eigenen Sachen tragen? Anstatt da jetzt niemand hinzulaufen. Weiß, was passiert ist. Könnte alles sein. Es wäre einfacher. Ich muss nur gut aufpassen. Oh. Ja. Nebenstraßenschlüssel, okay. Neuer Code, oh Gott, 609. Okay. Sicherheitstor an der Station, von der aus zum Maschinenhaus geht, kann mit einer Zangenoption geöffnet werden. 609, das ist super, ich hab's. Doch nicht alle abschlachten. So, jetzt gehen wir gemächlich raus. Was war? Gefällt mir nicht. Ich seh mich mal um. Was? Hey, wer ist der? Ah, 609. Scheiße. Hä? Ich suche mit dir. Oh. Ich weiß, dass du hier Klar, bist. Sie ist weg. Ich will mich nur schnell umsehen. Oh mein Gott. Klar. Jetzt haben sie mich. Obwohl ich mir das hätte denken können, dass es nicht so einfach bleibt, wie ich da reingekommen bin. Dieses Anwesen ist eigenartig schön, doch diese Orte verfallen alle irgendwann einmal.
Ja. Mein Gott, war das gerade knapp, ey. Übrigens, ich weiß... Dendosch, es wird Zeit für ihre Taten zu bezahlen und vielleicht finde ich Sokolov. Übrigens, ist die Codes bleiben nicht alle gleich. Ich weiß, dass... also ich weiß von so einer Seite, dass die Codes sich bei jedem Spieldurchlauf verändern. Ja, die wollten es halt spannend behalten. Willkommen in meinem Haus, Fremder. Die Tür ist immer offen für jene, die gewillt sind, die Schwelle zu überschreiten. Falls Sie einen Termin haben, gehen Sie weiter und warten Sie. Möchte ich Sie über die hier zum Einsatz kommenden und äußerst beachtlichen Verteidigungsmechanismen in Kenntnis setzen. Viele sind ohne Einladung gekommen, aus Gründen so vielzählig wie die Fische im Ozean. Aber von jenen, die eine Erkundung wagten, kamen nur wenige wieder heraus. Toll. Warum stehen hier überall Schreibmaschinen? Ich verstehe das nicht. Diese ganzen Maschinen. Positionierungshebel. Für was? Würde so etwas bauen. Und warum? Weil er definitiv Spaß dran hat. Jemand hat einen der Mechanismen im Haus aktiviert. Jindosh. Willkommen, Besucher. Mein Haus steht immer offen. Ich will wissen, wie ein normaler Mensch diese sich verschiebenden Räume überwindet. Ich bin Kirin Jindosh. Aber das wissen Sie sicherlich. Machen Sie weiter, Fremde. Gehen Sie die Treppe hoch. Wir treffen uns in der oberen Halle. Okay. Ich bin gerade ein bisschen irritiert von dem Vieh, was da steht. Hallo, Fremder. Ja. Oh Gott. Endlich. Kommen Sie näher. Ist das nicht die Stimme von irgendeinem. Wie heißen die? Sie sind umgeben von den Einzelteilen meiner größten Erfindung, dem mechanischen Soldaten. Einer von den Venturi aus Twilight? Jetzt fangen. Da sind sie ja. Faszinierend. Ich lade Sie ein, mich persönlich zu treffen. Jetzt, wo ich Sie sehe, weiß ich, wer Sie sind. Kein bezahlter Mörder. Dafür sind Sie zu gut angezogen. Ein adliger Draufgänger? Schon eher. Sie wurden am Schwert ausgebildet, formal, aber Sie sind kein Fechtkünstler. Einen Teil haben Sie auf der Straße gelernt. Und Sie haben die Augen Ihres Vaters, Eure Kaiserliche Majestät. Willkommen, Lady Emily Caldwin. Beeindruckend, Jindosh. Dann wissen Sie sicher auch, warum ich hier bin. Meine Beziehungen zum Herzog haben Sie wohl zu mir geführt. Oder Sie suchen den gescheiterten Anton Sokolov, der es sich im Vorführraum bequem gemacht hat. Kommen Sie nur und nehmen Sie sich, was Sie suchen. Doch sollten Sie versagen, werde ich Sie in meinem Labor sezieren und untersuchen.
Bis dahin ist ihr Geheimnis bei mir sicher. Dann bist leicht, Jindosh. Bis dahin. Mechanische, in meinem Haus ist ein Eindringling. Vor Ihnen sehen Sie eine Erfindung, die meine Zeit überdauern wird. Jindoshs mechanischer Soldat. Bewundern Sie das verstärkte Metallskelett und Ihre vier messerscharfen Klingen. Wahnsinnige Miniaturgröße sind überall am Körper verteilt und werden von Platten aus... Ach, das ist gut gewesen. Gut, die Maschine hat etwas entdeckt. Die Sonne reißt es. Das Letzte, was Sie sehen, ist ein wundervolles Vertigo-Kreuz. Na, komm doch her. Die Maschine stellt eine Unklarheit fest. Wechsle zu alternativen Taktiken. Wiedergabe für erfolgreiche Ortung. Okay, das geht so nicht. Ich muss was anderes haben. Allgemeiner Ortungsmodus. Irgendwie bin ich lebend rausgekommen. Ja, da stand aber gerade, finde einen anderen Weg, als ihn zu töten. Meine Lichtwand. Die ursprüngliche Version von Sokolov war effektiv, aber stillos. Diese hier habe ich perfektioniert. An die komme ich auch nicht dran. Rette Anton Sokolov, erreiche den Vorführraum. Okay, so, finde eine andere Möglichkeit, Kirin Jondisch zu erledigen. Möglichen Ansatz verursacht mehr Chaos, wodurch das Ende zynischer ist. Ein nichtwilliger Ansatz verursacht weniger Chaos, wodurch das Ende optimistischer ist. Teilweise ist dieses Haus Luxus und Spektakel, würde ich sagen. Aber es ist noch mehr. Ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Ich traue hier diesen ganzen Klamotten nicht, deswegen bin ich immer so ein bisschen auf der Hut. Na, die Tür ist blockiert, definitiv. So, die mechanischen, die kriege ich leicht kaputt. Selber gegen die kämpfen ist dumm. Man muss wirklich auf sie schießen. Man muss wirklich auf sie schießen und denen erst so den Kopf zerschießen, damit sie halt irgendwas anderes angreifen und die Arme dann abschießen, wo sie ihre Schwerter dran haben. Ah, da blicke ich da sowieso nicht mehr durch. Eine Vereinfachung, versprochen. Als wenn wir hier in so einem Kabinett wären, ey. Ach Leute, ich muss sowieso Schluss machen. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.